sitzen gerade in der Robert-Schumann-Halle, hier läuft das Wunderhorn-Turnier und Julia Wenzel sagte gerade, mit 23 Jahren ist sie die fünftälteste in der Mannschaft. Eine der erfahrensten beim VfL in der Saison 2013-14. Julia. Ja, mit 23 schon fünftälteste zu sein, finde ich schon ein bisschen bitter. Also wir sind richtig, richtig jung dieses Jahr. Mal gucken, ne, ob wir dann an Erfahrung gewinnen können und das dann auch umsetzen können. Trotzdem, eine junge Mannschaft, aber auch, es galt auch schon für die letzten ein, zwei Jahre. Hier 2012 der Pokalsieg, den habt ihr auch mit viel Erfahrung gewonnen. Also auch eine erfahrene Mannschaft. Seid ihr weit weg von den Mannschaften mit einem deutlich höheren Durchschnittsalter, was den Punkt Erfahrung angeht? Denke ich gar nicht so, weil selbst unsere jungen Spielerinnen haben ja schon viel Erfahrung gesammelt, sei es Nationalmannschaft oder international und so weiter. Und auch als sie halt noch nicht in Deutschland gespielt haben. Von daher denke ich, dass wir da eigentlich ganz gut aufgestellt sind. Beim VfL hat sich was verändert. Vier neue Spielerinnen, relativ außergewöhnlich. Sonst gab es immer weniger Neuzugänge. Immer noch ist das Gros der Mannschaft. 9 Spielerinnen sind geblieben, also gleich geblieben. Aber was hat sich verändert durch die 4 Neuen? Ja, wir spielen natürlich noch nicht so gut zusammen jetzt, weil Sabrina ist ja nicht mehr da. Da muss man sich erstmal finden. Also ich hoffe, dass es jetzt hier in dem Turnier eigentlich ganz gut wird. Die Abwehr steht noch nicht so, wie sie stehen soll, weil wir halt noch nicht wissen, wie bewegt sich der andere. Aber ich denke, im Laufe des Turniers wird das alles noch besser, weil wir sind ja auch so eine Turniermannschaft. Das haben wir ja auch die letzten Jahre schon gezeigt. Das erste Spiel immer so durchwachsen und dann wurde es stetig besser. Das erste Spiel hast du angesprochen gegen den niederländischen Meister Dalfsen. Etwas Glück mit einem Tor gewonnen. Aber wie gesagt, kann nur besser werden. Erstes Bundesligaspiel ist gegen Leverkusen. Können wir da schon eine Mannschaft, eine VfL-Mannschaft erwarten, die auf in Prozentangabe 100% ist, auf Höhe ist, eingespielt ist? Ich denke schon. Wir haben ja noch ein paar Wochen Zeit und dass wir bis dahin doch schon auf unseren 100% sein werden. Was erwartest du überhaupt von der Saison, wenn du dir auch die anderen Mannschaften in der Liga anschaust? Wer sind die Konkurrenten für den VfL? Wer landet ganz vorne? Ist schwierig einzuschätzen dieses Jahr. Also ich glaube, dass wieder THC und Leipzig richtig weit oben stehen werden. Leipzig hat ja mit Susan Müller auch eine gute Spielerin dazu gekriegt und die wollen ja auch wieder oben angreifen. Wenn wir es schaffen, von Anfang an irgendwie Konstanz reinzubringen, denke ich, dass wir auch oben mitspielen können. Du bist schon dabei gewesen, als der VfL 2008 den Challenge Cup gewonnen hat. Du hast 2 DRB-Pokalsiege gewonnen mit dem VfL. Du bist 23 Jahre alt. Deine Handballzukunft liegt trotz dieser sehr guten Vergangenheit noch vor dir. Was erwartest du dir von der Zukunft? Welche Wünsche hast du im handballerischen Bereich? Ja, natürlich erstmal stetig weiterentwickeln. Das will ja jeder und Spielanteile und so weiter. Und ich weiß nicht, ich lasse es einfach erstmal so auf mich zukommen. Ich weiß nicht, was ich nächstes Jahr machen werde. Ich weiß nicht, was ich übernächstes Jahr machen werde. Es ist halt auch immer noch ein bisschen so abhängig vom Beruf neben dem Handball. Und da werden wir sehen, was kommt. Welchen Platz landet der VfL in dieser Saison? Ich hoffe, ziemlich weit oben. Also vielleicht schaffen wir ja eine Überraschung und greifen da ein bisschen den Meistertitel an. Mal sehen.